Willkommen zurück zu Dark Souls. Beim letzten Mal haben wir so einen großen bösen Schmetterling mit Todeslaser auf Total Doom da erledigt. Haben hier so einen versteinerten Schmied oder etwas in der Richtung, haben da so ein paar Sachen eingesammelt. Und ja, heute gehen wir einfach mal irgendwo anders hin. Einen Weg versuche ich da irgendwo zu gehen, den ich gesehen habe beim Rendern. Und ja, dann schauen wir mal, inwieweit uns der Weg dann weiterbringt. Ich habe keine Ahnung. Und ja, es ruckelt hier jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das hebt sich jetzt langsam mal auf. Sonst mache ich mir ja schon Gedanken hier um die Performance. Ne? Das muss ja nicht sein. Und wenn es ruckelt, kann ich nicht kämpfen. Ich glaube, hier passiert jetzt nichts weiter, wenn ich jetzt hier lang gehe. Nicht, dass hier nochmal so ein Schmetterling auf Total Doom kommt. Na, jetzt scheint sich die Framerate langsam so ein bisschen zu fangen. Weiß nicht, was da heute los ist. Der muckt heute ein bisschen rum. Der PC hier. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so. Gut, wir gehen jetzt erstmal ein ganzes Stückchen zurück, gehen jetzt auf jeden Fall einmal zum Lagerfeuer, versuchen dort wiederum irgendwas zu skillen und generell unsere Estus Flask hier zu füllen und sowas. Alles, was wir halt gerade brauchen. Versuchen hier wieder den Weg zu umgehen hier, also die diversen grünen Gartenritter hier, in der Hoffnung, dass es alles wird. Ich nehme hier mal das andere Schwert in die Hand, einfach weil ich damit für Notfall dann ein bisschen schneller zuschlagen kann. Als mit dem Großschwert da, das ja dann doch schon ein bisschen braucht, bis es dann tatsächlich mal zugeschlagen hat. Ne? Und deswegen einfach mal warten. Gut. Ich könnte auch mal rennen. Ich habe ja eine Renntaste. Muss sie nur benutzen. Use the Renntaste. Ja, und dann zum Abschluss einfach nochmal schön rollen, weil es ist gerade in Mode. Hier kommt ja nichts mehr raus. Haben wir ja alles getötet. Gut. Ja, ich freue mich auch schon wieder. Ne? Die letzte Aufnahmesession war jetzt vor einer Woche, wo ich da im Schmetterling erlebt habe. Und ich nehme mir immer nur einmal in der Woche dann zwei Folgen auf. Was kann ich das jetzt öffnen vielleicht? Durch Vorrichtung verschlossen. Ja, okay, dann nicht. Hätte ja sein können. Ne? Wir setzen uns einmal hier hin. Verlassen uns auch schon wieder. Haben dann eine volle Flasche und dann gehen wir hier erstmal wieder den Weg zurück. Ich hoffe, hier kommt jetzt nichts von da hinten her. Nicht, dass die mich hier gleich überraschen und sagen, hey, hey, uns gibt's auch noch, hey, listen, listen, hey, hey, Maul, hey. Ja, und deswegen, da liegt ja noch was. Wieso liegt da noch ein Item? Hier sind wir doch lang gegangen, oder nicht? Hey, du Büschchenbaum, komm mal her. Kommst du, wo du wohnst? Ja, dann nicht. Brauchen wir wieder eine Reaktion von der Schlaftablette hier heute. Jupp, Rankenhieb war nicht effektiv. Nehmen hier mal ganz kurz hier eine Seele. Besser als nichts. So, das war's fürs Bäumchen. Da oben liegt auch ein Item. Ich überlege gerade, ob ich da irgendwie hinkommen kann. Ich weiß es aber nicht. Da kommt immer noch so ein Baum. Hallo Baum. Bäume sind Freunde. Wobei, ich habe ja durch euch erfahren, es soll irgendwo noch größere Bäume geben, auf die ich mal achten könnte bei Gelegenheit. Und das macht mir dann doch schon Gedanken, dass es dann große Bäume gibt, die dann einfach mal voll Akro auf einen einschlagen wollen. Da mache ich mir echt Gedanken, du. Aber es wird schon. Irgendwie kriegen wir das Ganze hier geschaukelt. Ich habe ja geplant, ne? Einige wissen das ja nicht. Ich habe geplant, eigentlich so das komplette Spiel, also jeden Boss auf jeden Fall zu töten und sowas. Jedes Gebiet zu begehen. Das beinhaltet halt auch, dass ich jeden Boss töte. Mehr oder weniger, ne? Und dann habe ich gesehen, das ist hier auch noch runter geht hier beim Rendern. Jetzt höre ich da aber noch einen Baum hier rumstampfen. Nicht, dass der jetzt von hinten irgendwo ankommt hier. Da, da ist er ja. Das Bäumchen mit dem Aufmerksamkeitssyndrom hier hat sich gegessen. Gut. Also gehen wir jetzt da tatsächlich mal runter. Da hinten haben wir auch so einen See und sowas und da unten sind Bäume und es wurde gesagt, ne, alles, was du siehst, kannst du quasi begehen. Und da bin ich mal gespannt. Ob wir da jetzt auch tatsächlich hinkommen oder ob gesagt wird, hier ist unsichtbare Mauer und sowas. Da hinten liegt ein Item. Da unten liegt auch ein Item. Gucke ich mir alles gleich mal an. Finsterwurzbecken. Genau, das wurde ja auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich hier hin soll oder kann oder könnte. Hier ist kein Gegner. Ist das ein Käfer? Ich hoffe, da tut mir nichts. Bäm! Und nochmal. Okay, Funkeltitanit.
Moment, so ein ähnlicher Kiefer habe ich doch schon mal bei Demon's Souls gesehen. Okay. Weiß ich Bescheid. Jetzt sollte ich hier nochmal in der Nische gucken, ob da irgendwo irgendwas ist. Weil hier ist so eine große Nische und da ist jetzt einfach mal nichts drin, oder was? Einfach nochmal gucken. Es sah so nach einer geraden Wand aus. Ja, vielleicht habe ich dann wieder Glück und es ist gar keine Wand. Aber mal gucken. Gut, gehen wir weiter. Hoffen, dass hier jetzt nichts ultra Schlimmes kommt. Wobei, es ist Dark Souls. Natürlich kommt hier irgendwas ultra Schlimmes. Ich ahne es jetzt schon. Da ist nichts. Hier geht es auch noch runter. Da ist ein Hinweis. Ich weiß noch nicht, ob ich den Hinweis haben will. Und es ist verdächtig ruhig. Das macht mir schon ein bisschen Gedanken. Aber der Spaß kommt wahrscheinlich noch. Dann werde ich ärgern, also mich ärgern und fluchen und keine Ahnung, Controller nicht an die Wand schmeißen. Hier haben wir Lederrüstung, Lederhandschuhe, Lederstiefel, Lederrüstung. Achso, Langbogen. Ein Langbogen. Das ist gut. Dann könnten wir theoretisch die falsche Taste drücken. Nee, wir könnten theoretisch sagen, ich möchte hier den anderen Bogen vielleicht austauschen, je nachdem, wie gut er ist. Der hier hat 31, der hat generell viel mehr Schaden als der andere. Den nehmen wir mal. Und ja, dann schauen wir mal. Das ist jetzt der Käfer, den ich jetzt da vorgetötet habe. Ich glaube ja. So, haben wir erstmal schön Fallschaden kassiert. Das mache ich öfter. Wir gucken mal hier. Bevor wir jetzt auf der anderen Seite lang gehen hier. Was haben wir hier? Achtung, vor dir lügt nach. Na, dann gehen wir da nicht lang. Dann gehen wir dann doch die andere Richtung. In der Hoffnung, wir finden da irgendwas Tolles. Irgendwas, das uns vielleicht weiterhilft oder so. Hier haben wir Blutflecken. Das bedeutet, hier ist irgendwer mal gestorben. Das ist ja großartig. Der nächste Tipp. Pass auf, Ritter. Oh nein, nicht so ein schwarzer Ritter, ne? Natürlich, so ein schwarzer Ritter ist es denn wahr. Und was hat denn der für eine Lanze? Geht's noch? Komm mal ran auf den Meter hier. Kommst du ran? So, und jetzt muss ich gucken, ob ich jetzt hier genug Platz habe. Ich weiß es nicht. Komm. Ja, er hat auf jeden Fall eine Reichweite. Die ist beachtlich. Jetzt nur nicht runterfallen hier. Darauf habe ich keinen Bock. Wir machen das wie folgt. Wir töten den so nach und nach. Lieber so kleine Hits. Auch wenn er blockt. Egal. Wir gehen auf Nummer sicher. Alter, ich dachte, er haut jetzt immer nur einmal zu, aber nö. Auf einmal macht hier so voll die Power Ranger Tricks. Alter, piekst mich nicht, wenn ich am Saufen bin. Wo kommen wir da hin? Ich brauche mehr Ausdauer. Beziehungsweise, ich sollte nicht so viel Ausdauer verschwenden, wenn ich hier blocke. Aber mal gucken. So, komm. Ein paar Hits hat er jetzt kassiert, ist gut. So mag ich das. Kannst du gerne öfter machen. Na los, lass dein Schild unten und hau dann am besten mal nicht zu. Bleib mal locker hier. Den kriegen wir noch weg. Irgendwie. 5 Schaden, yes! Er geht down, er geht down! Hoffe ich. Yeah! Gebackstabbed! Eine schwarze Ritterhillebarde, ein blauer Brocken und eine A-Taste. Er hat eine A-Taste gedroppt. Nee. Wir gucken mal, was das jetzt hier für eine tolle Hillebarde ist. Also unser tolles Großschwert hier macht 220 Schaden ungefähr. Und das andere Ding, wo haben wir es? Das sind Schilde. Was ist das? Ach ja, diese Armbrust, die wir mal gelootet haben, da. 245, na Halleluja, und braucht 32 Stärke, einfach nur WTF. Müssten wir 12 Punkte skillen dafür, aber sag schon, ob ich die erreiche, ist halt so eine Frage. Und dann, ob es sich lohnt. Wir können es natürlich in einer Hand tragen, und dann steht da noch Attributbonus mit Stärke D und Beweglichkeit E. Das heißt, es profitiert größtenteils von Stärke.
wenn wir es dann tatsächlich anlegen würden. Zwar jetzt nicht so unglaublich toll, ne, aber halt ein bisschen. Also, wenn wir es dann aufbessern würden. Gut, das war jetzt das, genau. Das heißt, hier ist jetzt kein Ritter mehr, wenn ich jetzt hier lang gehe. Gehe aber trotzdem mit gezogenem Schwert hier entlang. Da geht es ganz schön tief hinunter. Hier haben wir eine Höhle. Und da ist ein Lagerfeuer. Yay! Yay! Dann gucken wir doch mal. Setzen uns da natürlich auch hin, damit wir dann hier auch quasi respawnen, wenn wir tatsächlich hier sagen, ja, ne, ich bin tot. Mal gucken wir mal, was wir hier hinten noch so Schönes haben. Ein Fahrstuhl. Aber ich glaube nicht, dass ich diesen Fahrstuhl benutzen möchte. Weil ich will mich eigentlich eher hier jetzt in dem Gebiet hier umgucken, bevor mich jetzt dieser Fahrstuhl, keine Ahnung, wieder zum Feuerbrand schreien oder noch irgendwo Schlimmeres hinbringt. Ne? Ich bin jetzt irgendwie nicht so scharf darauf, das herauszufinden. Vielleicht irgendwann mal. Und da haben wir noch ein Item. Was haben wir hier? Ein Grashoppenschild. Gucken wir uns noch. Wieso drücke ich heute die ganze Zeit X, wenn ich hier das Menü öffnen will? Ich habe keine Ahnung. Gut. Also Spinnschild ist das hier. Grashoppenschild ist das. An sich von der linken Seite ändert sich da nichts. Nur die rechte Seite. Ein bisschen mehr Magieresistenz, Blitzresistenz. Feuerresistenz lässt aber nach und die physische Resistenz auch. Das heißt, wir bekommen 5% des gesamten Schadens. Kommt da dennoch durch? Hat der noch irgendwelche weiteren Fähigkeiten? Alter, mittelgroßer Schild aus Metall unbekannter Herkunft. Das Wappen ist leicht von Magie durchtränkt und beschleunigt damit ein wenig die Ausdauerregeneration. An sich nicht verkehrt. Apropos, ich überlege, ob ich jetzt hier mal Schild mal wieder wechsle auf das Balderschild oder das Ritterschild. Eins von beiden hatte ich da doch, was ich relativ gut fand. Blitz und Haltung. Keine Ahnung, wofür brauche ich denn eigentlich die Haltung? Keine Ahnung. Aber wir hatten zuvor das angelegt, ne? Ich gucke hier nochmal. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Nein, shit. So. Und einfach, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt hier auf Giftmonster wieder treffen. Und wenn doch, dann switche ich halt wieder um. Aber das Schild ist mir... Ich fühle mich im Moment mit dem Schild halt irgendwie minimal sicherer. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich fühle mich halt besser, wenn ich das Schild trage. Ob es besser ist, ich weiß nicht. Aber egal. So, wir gehen jetzt hier hin, wo eben noch der Tipp war mit vor dir Lügner. Und ich habe nichts geskillt. Verdammt. Wir haben 15.000 Seelen, die wir jetzt irgendwie verbraten können. Für einen Talentpunkt oder sowas. Oder vielleicht zwei. Da hinten liegt auf jeden Fall ein Item. Da bin ich mal gespannt. Versuch's mit Kopf. Kopf benutzen ist bei mir eher gerade mal schlecht. Da hinten haben wir so einen komischen großen Golem-Gegner. Was bist denn du für ein Eisgolem? Oder Kristallgolem, der da einfach mal runterrutscht. Weil er denkt, er ist auf einer Wildrutsch-Wasserparty. Ich habe keine Ahnung, warum er da jetzt runterrutscht. Gut. Schnapp. Ach du Kacke. Ihr seht das da im Hintergrund, ne? Ist das eine Hydra? Wollt ihr mich verkackeiern? Wow. Da, 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 da. Wow. Wow. Alter, der hat einen Flächeneffekt. Alter, ich bin nur ein Gegner. Du brauchst keinen Flächeneffekt hier. Alter, ja, triff einfach mal nicht. Achso, doch, er hat getroffen, okay. Na? Wow, der kann aber auch gut zuhauen. Wow. Und auch gut daneben schlagen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht 300.000 Viecher von denen pulle hier. Das würde mir nämlich noch fehlen. Wow. Alter, und mit so einem Jetpack auf dem Rücken düst er einfach mal hier um die Gegend, oder was? Ist ja ein Traum. So, er ist down. Sehr schön. Und zerfällt. Aber ob auch zerfallen bleibt, mal gucken. Hier können wir auch noch lang. Aber wollen wir da lang oder wollen wir erstmal die Hydra töten? Ich weiß ja nicht, ob ich das mit der Hydra schaffe. Aber das Item kriege ich auf jeden Fall. Yes, eine Seele. I'm overpowered now. So, du komischer Golem. Ich bekämpfe dich auch mal hier drüben. Hier habe ich relativ gut Platz. Und ich glaube, den kann ich hier gut gebrauchen.
Der ist ziemlich träge, habe ich das Gefühl. Wow, nein, Flächeneffekt. Nein, 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 nein. Gut, aber ich bin auch relativ träge. Also, die Viecher sind wie ich. Träge, langsam und glitzern in der Sonne. Ach nee, Moment. Au, hat er mich getroffen hier, das Schwein. Aber es ist halt tot. Und es droppt nicht mal irgendwas. Voll der Verarsche. Ja, ich benutze absichtlich manchmal so falsches Englisch, falschen Deutsch. Falsches Englisch benutze ich auch mit Absicht. Gut, ich sehe jetzt im Moment noch zwei von den Deppen hier. Wow, wow, schießt es? Ach du Scheiße! Ist nicht euer Ernst, ne? Alter. Schießt die Hydra auf so eine Entfernung. Ist es denn wahr? Was soll denn der Dreck? Aber es hat hier dem Kollegen hier geschadet. Krieg ich den von hier oben irgendwie weg? Ich weiß nicht. Wow. Das war mit Glück runtergerutscht und gerade so in den Gegner rein. Ich bleibe aber nicht bei dem Schwert, weil ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Alter, und diese Hydra soll ich da besiegen? Seid ihr noch von allen guten Geistern verlassen? Wie soll denn das jetzt gehen? Da. Hat das Blubstrahl gemacht hier, die olle Hydra. Egal, wir gehen jetzt hier ein Schrittchen zurück. Damit wir nicht mehr im Target sind vielleicht. Oder Angriffsreichweite oder keine Ahnung. Wow, Alter. Einfach nur, Alter. Ich hab ihn nicht im Target hier. So, jetzt. Okay. Ich muss gleich mal was trinken. So, jetzt. Okay, komm ran. Geh nicht zurück. Mach keinen Moonwalk. Don't do it now. So. Warten. Und weg. Und nochmal draufhauen. Träge. Jo. Nein, nochmal. Okay, jetzt aber draufhauen. Oh, das war's. Okay, der Weg zur Hydra ist frei. Frage ist nur, wie wir die jetzt am effektivsten besiegen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mindestens dreimal sterben. Meine Prognose für heute. Wir gehen einfach mal ran. Vielleicht geht es ja in den Nahkampf oder sowas. Wow. Einfach nur wow, weißt du? Alter. Wie geil. Wow, wie scheiße. Geil und scheiße zugleich. Ach du Scheiße. Ja, gehst du jetzt mal... Wie soll ich denn dich hier attackieren? Ach du Scheiße. Einfach nur unglaublich. Wow. Und das mit so wenig Leben könntest du knicken. Ja, komm. Attackier hier. Ich würde gerne die Kamera ein bisschen höher haben oder sowas. Aber nö. Ach, du Kacke. Ja, das war's. Da ist er tot. Da ist er einfach mal gestorben. Wollte er nicht mehr. Na gut. Dann denke ich mal... Nee, noch habe ich ein bisschen Zeit. Noch muss ich keine Aufnahmepause machen. Das ist gut. Dass sie... Doch, ist die richtige Richtung. Jetzt gucken wir mal, ob unsere kleinen Kristallfreunde da wiederbelebt wurde. Scheiße, nein! 15.000 Seelen weg. Ah! Kacke, ich dachte, es geht da lang. Ah, nein! Ah! Ich kotze gleich. Nicht im Sinne von Erbrochenen, sondern weil... Ach, ich reg mich so über mich selbst auf. Aber egal. Jetzt müssen wir zumindest nicht mehr zu der Hydra hinrennen. Zumindest nicht, um unsere Sachen zu holen. Jetzt geht's hier lang. Gut.
Dann bin ich mal gespannt. Wir haben doch, ich weiß noch nicht wie viel, 204 Pfeile haben wir. Vielleicht können wir sie aus der Entfernung irgendwie beackern. Ob das auch wirklich so klappt, erfahren wir, wenn das Licht angeht. Mal gucken. Ja, natürlich respawn die. Ey, es ist nicht wahr. Unsere Kristallfreunde. Da ist Nummer Uno. Nummer Uno macht kein Duo. Was kann man ran hier? So, komm. Es geht heute noch. Genau. Weg, weg, weg. Wow. Ah, es war doof von mir. Irgendwie bin ich jetzt auch schon wieder so. Weißt du, ich will zu Hydra und die erledigen und sowas, ne? Aber nö. Ich habe ja bisher noch nicht einmal Schaden auf sie gemacht. Ja, super, jetzt habe ich zwei von denen am Hals. Nur sicherheitshalber. Ja, super, jetzt hat er noch einen Hitpoint oder was? Okay. Die Viecher mache ich jetzt hier aber noch down, bevor ich dann die Aufnahmepause mache und dann versuche irgendwie die Hydra per Pfeil und Bogen zu beackern oder sowas. Was Besseres fällt mir gerade einfach nicht ein. Ich habe zwar gesehen, dass er da ihre Attacke da auf dem Boden macht, ich weiß aber nicht, wie wir sie da dann beackern sollen, außer vielleicht mit einer großen, wie heißt es, Hellebarde oder sowas. Das würde eventuell gehen. Das würde ich dann zur Not dann ausprobieren. Aber das hat halt alles zu seiner Zeit. Erstmal muss ich immer noch kotzen dafür, dass ich so dämlich gestorben bin, einfach nur. Schlimmster Tod in Dark Souls ever wahrscheinlich. Ja, ja. Weißt du, da denkst du, bist du zwischen den einzelnen Dinger? Nö. Kannst du knicken. Okay. Castet die Hydra noch? Jo. Ja, super. Die anderen auch gleich wieder gepult. Aber ich wenigstens beide hier gleich am Start. Okay. Der kommt angesprungen. Hauen wir drauf. Weg hier. Wow. Wow. Nein, nein, nein. Ach, shit. Habe ich seinen Link abbekommen? Nein, nein, nein. Okay, gerade so. Und jetzt der hier noch. So, das hätten wir. Gut. Dann kann ich jetzt hier einmal in eine Aufnahmepause gehen. Wir sehen uns dann gleich, beziehungsweise in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.